Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen. Heute ist Sonntag, der 2. Oktober und auch heute gibt es für euch das Neueste von den Streaming-Plattformen. Wir werfen heute unter anderem einen Blick auf die Frauen in Putins Russland und wir wagen uns für ein Jahr in die vom Klimawandel geschädigte Arktis. Am Anfang klären wir aber erstmal, warum Chris Evans ein Loser ist. Fans von Serien wie das A-Team könnten sich über unseren ersten Tipp freuen. The Losers aus dem Jahr 2010 erzählt die Geschichte einer Spezialeinheit, die nach einem Einsatz im Dschungel von Bolivien von ihrem Auftraggeber hintergangen wurde und jetzt auf Rache aus ist. Ich hoffe nur, er sieht uns nicht in dieser grellgelben Banane. In einem amerikanischen Klassiker gesehen zu werden, ist dir peinlich, oder was? Steht die Verbindung? Ziel fährt nach Westen. CIA, NSA, Special Forces. Klick. Das alles sind wir nicht. Wir sind die Loser. Ladies? Aber sogar die Elite der Regierung. Wir sind drin. Und die Menge grölt. Keine Bewegung! Clay, wir haben hier ein Problem. Wird verraten. Neben Jeffrey Dean Morgan, Idris Elba und Zoe Saldana ist auch Chris Evans mit dabei. Zu der Zeit war er noch nicht das Gesicht von Captain America. Wenn euch Filme wie Ocean's 11 oder auch Serien wie das A-Team gefallen, könnte auch The Losers was für euch sein. Den Film könnt ihr ab heute auf Netflix sehen. Wir kriegen auch hierzulande immer öfter mit, welche Auswirkungen die Klimakrise hat. Aber besonders im Gebiet der Arktis zeigt sich Jahr für Jahr, wie weit der Klimawandel wirklich fortgeschritten ist. In der Doku Arctic Drift, ein Jahr auf dünnem Eis, wagt sich eine Gruppe Forschender in die Arktis, um herauszufinden, wie es um unsere Erde steht. The largest Arctic expedition ever. We want to understand why the ice is melting. It impacts everything we do, all of the weather that we experience. There's never been data like this. We all have to care. To protect the planet, to protect everyone. What is at stake? Everything, I would say. Ein Jahr ist die Forschungsgruppe Mosaik auf dem Schiff Polarstern durch den Polarkreis gereist, um die Eisschollen der Arktis zu untersuchen. Die Doku zeigt in zwei Teilen einen der faszinierendsten Orte unserer Welt. Arctic Drift könnt ihr ab heute auf Wow streamen. Wer in Russland nicht die Meinung von Präsident Putin teilt, befindet sich in einer ziemlich heiklen Situation. Dass diese Situation nicht von heute auf morgen entstanden ist und besonders gefährlich für Frauen ist, die Putins Regierung widersprechen, zeigt die Doku Russlands mutige Frauen – Widerstand gegen Putin. Im Mittelpunkt der Doku steht unter anderem das Pussy Riot-Mitglied Lucia Stein. Lucia steht zum Zeitpunkt der Doku unter Hausarrest, weil sie an einer Demo des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny teilgenommen hat. Für die Doku wurden Lucia Stein und zwei weitere Frauen vor den Parlamentswahlen in Russland 2021 begleitet. Zu dem Zeitpunkt kam Aufgeben für sie nicht in Frage, egal wie viele Steine ihnen in den Weg gelegt wurden. Mittlerweile leben aber alle drei Frauen im Exil. Mehr über ihren Widerstand könnt ihr jetzt in der Doku Russlands mutige Frauen – Widerstand gegen Putin in der ZDF-Mediathek sehen. Das war's auch schon wieder für heute mit dieser Folge. Wie immer hoffen wir, es war was für eure Watchlist dabei. Euer Feedback könnt ihr gerne in Form einer Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify dalassen. Und wir hören uns dann schon morgen wieder. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann folgt diesem Podcast kostenlos in eurer Podcast-App. Christopher Jung hat die Tipps für heute rausgesucht. Produziert wurde die Folge von Benjamin Zerdani. Mein Name ist Anja Boll. Ich sage Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.